Ja, hallo zusammen. Ich befinde mich hier am preisgekrönten Exemplar, was Henry Schwertfeger entworfen hat, was dann letztes Jahr von Herrn Bartels und Herrn Göllner in die Praxis umgesetzt wurde, nach den Plänen. Wir hören im Hintergrund den Kindergarten, das stört uns aber nicht. Zur Funktionsweise, also man kann dieses Modell im Endeffekt durch die Pedale bewegen. Es ist sehr schön geworden, wie ich finde. Aber da kommen wir natürlich auch direkt zu den bereits angesprochenen Unfallrisiken. Ja? Wenn zum Beispiel ein Kind die Pedale bewegt oder auch ein Erwachsener und ein anderer hält hier seine Finger dazwischen, dann haben wir ein hohes Verletzungsrisiko. Das gleiche gilt für die Kette und generell das Tretwerk. Das Modell ist auch beweglich, ja, in seinem Fuß. Ja, auch da haben wir natürlich gegebenenfalls Verletzungsrisiken. Also, man müsste es, wie ich das bereits schon angedeutet habe, entweder höher hängen oder durch eine Plexiglas-Ummantelung dafür sorgen, dass eben kein Verletzungsrisiko besteht.